Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute zur Hauptkernzeit im Parlament über den Jahresbericht des Petitionsausschusses zu sprechen, zeigt, welche Bedeutung das Petitionswesen im Deutschen Bundestag hat. Es macht ferner deutlich, wie wichtig uns, dem Parlament, uns, den Abgeordneten, diese Petitionen als Instrument der direkten Demokratie sind und dass wir die Menschen, die sich mit ihren Anliegen an uns wenden, sehr ernst nehmen. Dies zeigt sich auch in unseren Ausschusssitzungen, in denen wir sehr leidenschaftlich die vielfältigen Anliegen der Bürger und Bürgerinnen diskutieren und wo wir auch wiederholt über die Fraktionsgrenzen hinweg zu einer gemeinsamen Meinung und damit auch Entscheidung kommen. Die Kollegin Steinke hat es schon erwähnt. Über 13.000 Petitionen wurden im vergangenen Jahr eingereicht. Auf die 252 Arbeitstage im letzten Jahr bezogen sind dies pro Tag 52 Zuschriften. Ich finde, das ist schon eine Menge. Und bei den Eingaben geht es um Themen aus allen Bereichen des täglichen Lebens, wo Bürger durch Gesetze direkt betroffen sind, sich benachteiligt fühlen oder eingeschränkt sehen. Es gibt, und das erwähnte die Kollegin Steinke auch schon, zwei Möglichkeiten, wie die Bürger ihre Anliegen einbringen können, entweder schriftlich oder über die Online-Plattform des Deutschen Bundestages. Leider gibt es inzwischen viele vermeintliche Petitionsplattformen im Internet. Sie suggerieren, dass die Rechte der Bürger dort vertreten werden und dass die Bürger mit einer Unterschrift dort etwas bewirken können. Aber man kann auf diesen Plattformen nichts bewirken. Ich will hier ganz klar sagen, es gibt nur eine echte Petitionsplattform, und das ist die des Deutschen Bundestages. Nur hier werden die Anliegen parlamentarisch geprüft und bearbeitet. Nur hier können Gesetze und Gesetzesänderungen auf den Weg gebracht werden. Mehr als 200 Millionen registrierte Bürgerinnen und Bürger nutzen unsere Online-Petitionsplattform. Und ich auch sage, nutzen Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, auch weiterhin dieses echte Angebot. Denn nur wo Petitionsausschuss draufsteht, ist auch Petitionsausschuss drin. Von den über 13.000 Petitionen waren die Schwerpunkte im Bereich Arbeit und Soziales, im Bereich des Inneren und im Bereich Gesundheit. Und ich möchte zwei Beispiele exemplarisch darauf eingehen. Einmal aus dem Bereich Arbeit und Soziales. Eine Petentin forderte die Anerkennung von Kindererziehungs- und Berücksichtigungszeiten in der Rentenversicherung für ihre zwei in Polen geborenen Kinder. Diese waren von der Rentenversicherungsbund zunächst abgelehnt worden. Die eingeleitete Prüfung ergab, dass die Kindererziehungszeiten im Ausland, in dem Fall der Petentin, jedoch angerechnet werden können. Die Rentenversicherung erkannte die Zeiten rückwirkend an. Dieses Beispiel macht deutlich, dass alleine die Prüfung, die der Petitionsausschuss veranlasst hat, zu einer Änderung zugunsten der Petentin führte. Und dies war kein Einzelfall. Es gibt ein weiteres Beispiel aus dem Bereich Gesundheit, was ich benennen will, wo man sagen kann, dass der Petitionsausschuss so etwas wie ein Seismograf, also ein Bewegungsmelder für Gesetze ist. Viele Petitionen befassten sich inhaltlich mit der Betreuung und Versorgung von pflegebedürftigen Menschen. Es ging um Forderungen wie eine individuellere Betrachtungsweise bei der Feststellung von Pflegebedürftigkeit oder um die bessere Absicherung von pflegenden Angehörigen bei der Rente. Mit dem zweiten Pflegestärkungsgesetz, welches der Bundestag am 13. November 2015 beschlossen hat, wurden diese beiden Anliegen aufgegriffen und dadurch den Bedürfnissen von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen weiter Rechnung getragen. Diese zwei Beispiele zeigen, unser Petitionswesen ist ein starkes Instrument, ein Instrument, das etwas bewirken kann, sowohl im Einzelfall als auch im Großen und Ganzen der Gesetzgebung. Und selbst wenn wir einem Bürger bei seinem Anliegen nicht helfen können, so werden ihm die Gründe dieser Entscheidung in einem persönlichen Schreiben mitgeteilt. Im Deutschen Bundestag bleibt keine Eingabe unbeantwortet.
Ich sage auch Danke für die Zusammenarbeit. Ich bedanke mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ausschussdienstes, der Fraktionen und der Abgeordnetenbüros. Lassen Sie uns diese Arbeit im Sinne der Bürgerinnen und Bürger, im Sinne unseres Verständnisses von Demokratie, in der jedes Anliegen gehört wird, weiterhin gemeinsam fortsetzen. Herzlichen Dank. Kerstin Kastner von der Fraktion Die Linke hat als Nächste.